Hallo liebe Leute, und weiter geht es mit Breath of Fire 3. Und in der letzten Woche war ich ganz schön fleißig. Ja, ihr werdet jetzt sehen. Meine Party ist auf Level 40. Es hat mich echt Mühe und Not gekostet, so weit hochzukommen. Wenn ihr mal die Spielzeit betrachtet, es hat mich wirklich Nerven und Kragen gekostet. 34 Stunden nur fürs Leveln, für 20 Level. Und das bei der Hitze. Na gut, dafür habe ich jetzt aber auch eine gute Summe, 301.874 Seni. Müsste sich erstmal bezahlt machen und ausreichen. Und ich habe jeder Party erstmal eine bessere Rüstung gekauft. Und bei einigen sogar einen Blockring angerüstet. Den ich von den Gegnern im Leuchtturm habe ich gelevelt. Und das hat mich echt Nerven gekostet. Zu den Rüstung gleich. Neue Fähigkeiten hatten die dazu gelernt. DJKA hat Tote erwecken erlernt. Ist mal wieder so ein Belebungszauber, der nur zu einer geringen Wahrscheinlichkeit wieder belebt. Heilmittel, Statusveränderung heilen. Dann beleben, das stärkere Wunden heilt. Gesunden, ja, richtig extreme Wunden, also heilt schon sehr viel. Wiederbeleben belebt wahrscheinlich zu einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und stärken ist auf jeden Fall der beste Heilzauber, den DJKA hier lernt. Und ich glaube, die hat er auch noch dazu gelernt. Schutzschildbarriere, weiß ich jetzt nicht. Knochenbrecher hat er dazu gelernt. Angriff anwenden bis Zeit, keine Ahnung. Ja, sonst hat DJKA nichts Neues gelernt. Nina hat belasten klaut SP von einem Ziel und Egelkraft gelernt. Okay, das haben wir glaube ich schon. Und dann hat sie neue Angriffsmagie. Schneesturm, Scirocco und Mjölnir. Boah, wie man das aussprechen soll. Hat sie auf jeden Fall gelernt. Ja, Frostangriff gegen alle Gegner, Flammen- und Windangriff gegen alle Gegner und Elektroangriff gegen ein Ziel. Und das war alles, was Nina gelernt hat. Und dann kommen wir zur Momo. Was die jetzt alles gelernt hat, weiß ich nicht genau. Ragnarök hat sie auf jeden Fall gelernt. Und noch ein paar Heilzauber. Ich glaube, Verjüngern hat sie neu dazu bekommen. Heilmittel, Tote erwecken, beleben und gesunden. Meine ich, hat die neu dazu bekommen. So, dann die Ausrüstung sieht jetzt folgendermaßen aus, dass sie so halt aufgerüstet sind. Habe ich ja auch schon gezeigt vorhin. Und Items. Ich habe 52 Vitamine gekauft. Beeren habe ich sehr viele geschenkt bekommen im Turm. 99 Heilkräuter habe ich wieder. Klugsamen habe ich 27 Stück geschenkt bekommen. Ammoniak habe ich jetzt auf 20 Stück aufgekauft. Und ja, mehr habe ich soweit nicht getan. Ich habe halt nur gelevelt und zwischendrin halt noch ein paar Sachen geschenkt bekommen, wie 25 Rundschilder. Na gut, das wären mehr. Ein paar habe ich schon verkauft. Und 9 Blockringe. 4 davon habe ich ausgerüstet. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt endlich aufbrechen. Ich habe jetzt 3,5 Minuten nur gelabert von wegen, was ich getan habe. Ich habe gelevelt, das heißt, die nächsten Bosse werden kein Hindernis für mich. Hoffe ich mal. Also ich denke mal, es hat sich schon gelohnt, aber es hat ziemlich Nerven und Kragen gekostet. Aber durch gewisse, auch ungewollte Umstände konnte ich mir das erlauben und die Zeit auch nehmen. Ihr könnt nicht entziffern, was die Zeichen bedeuten. Aber ihr habt das Gefühl, sie schon einmal gesehen zu haben. Aha. Toll. Und wo? Ich kann es auch nicht entziffern. Moment, Partywechsel, Nina? Die Zeichen sind für dich schwierig zu verstehen. Momo vielleicht? Die Zeichen sind für dich zu schwierig zu verstehen. Na ganz toll. Komme ich jetzt nicht weiter oder was? Sieht so aus. Ihr habt das Gefühl, sie aber schon einmal gesehen zu haben. Toll. Soll ich nochmal nach draußen oder wie? Sieht so aus. Dann spreche ich mal mit diesen beiden Typen hier. Es ist so ein Monster, das sich vom Feuer ernährt, auf dem Weg sein. Die Legende besagt, dass derjenige, der es besiegt, große Kräfte erlangt. Okay, muss ich wohl hier einen Umweg gehen? Ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall hoffe ich wirklich, dass die nächsten kommenden Bosse, die mich erwarten in diesem Spiel, dass die jetzt wirklich mit Level 40 erstmal kein Problem sind. Und dann habe ich eine Bitte an euch, vor allen Dingen an diejenigen, die das Spiel kennen. Kennt ihr zufällig gute Orte, wo man leveln kann für die Zukunft?
dass ich dann nicht wirklich irgendwie solche dummen Orte nehmen muss, wo man so beschissen nur leveln kann. Es wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn jemand da Bescheid wüsste. Und wir haben schon wieder neue Gegner. Welche euch auf jeden Fall mit verbunden und ich kämpfe mal gegen Echsenmann. Den bin ich schon mal begegnet. Irgendwo, ja. Auf dem Feld. Und das Vieh kann sehr auf Drache. Aber wir ziehen diesen Vieh. Wow, 130 ab. Hier auch schon. Das ist geil. Okay, und da wäre noch eine Sache, worum ich euch bitten würde, mir da zu helfen. Boah, ist das hier heiß. Ja, nicht nur hier. Irgendwie passend zum jetzigen Wetter auch noch hier so ein kochender Vulkan. Ja, auf jeden Fall... Kommt neuer Gegner, oder? Nee. Ja, auf jeden Fall hätte ich auch noch eine Bitte an diejenigen, die sich mit dem EPSXE 1.7.0 beschäftigt haben. Und zwar wüsste ich gerne, wie man hier, ja, die Frames ein bisschen schneller macht. Ich habe alle möglichen Sachen ausprobiert, um das Level halt ein bisschen zu beschleunigen. Ich habe jetzt so wirklich eine ganze Woche dran gesessen, bis ich die wirklich auf Level 40 hatte. So in Abständen halt mal gelevelt und, boah, es war einfach zu viel irgendwie. Ich bin froh, dass ich nicht die Lust zu diesem Spiel verloren habe, aber es wäre mir wirklich nützlich, wenn jemand mir helfen kann und sagen kann, wie ich das genau... Ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe alle möglichen Grafik-Plugins ausprobiert, ich habe alle möglichen Tasten gedrückt, aber nichts macht irgendwie davon schneller. Bei 1.7.0. Ich weiß nicht, ob jetzt mal bei einer älteren Version, dass das da einwandfrei klappt und da ist eine Truhe. Aber vielleicht weiß ja einer von euch Bescheid oder probiert das aus und ich habe Asbestpanzer. Okay. Weil es wäre für die nächsten Level-Aktionen, die ich dann noch machen will, weil ich will jetzt versuchen, in gewissen Abständen mal etwas zu leveln, dass ich da Lavatier, oh Gott, dass ich da halt nicht so lange brauche, wie ich es jetzt für das letzte Mal gebraucht habe. Aber ich bin froh, dass diese Gegner jetzt keine großen Hindernisse mehr sind. Wir sind einfach zu stark geworden. Und wen habt ihr das zu verdanken? Hä? Hä? Wer hat sich die ganze Arbeit hier gemacht? Hä? Wer? Hä? Mann, ouch. Okay, die Lava tut weh. Egal, ich bekomme 800 Seni. Ouch, aua. Okay, da komme ich nicht rüber. Kann man das irgendwie noch abkühlen, die Lava? Hoffe ich mal. Okay, yo, wir haben ganz schön Schaden bekommen. Na, zumindest DJ KA, die anderen beiden haben gar nichts abbekommen. Die haben Glück gehabt. Naja, auf jeden Fall, was mir beim Leveln wirklich aufgefallen ist, DJ KA wird von Level zu Level immer besoffener, kann das sein? Weil es gibt manchmal Momente, dass er gar nicht trifft irgendwie. Ich bin das nur gewohnt gewesen, dass er immer trifft. Und dann hatte ich manchmal Kämpfe, dass er da wirklich gar nicht trifft. Hier drüber. Schmerzen. Ja. Auf jeden Fall war diese Level-Aktion wirklich heftig, aber ich wollte... Nein, der Gegner hat die Initiative. Egal. Ich wollte halt nicht mehr, dass ich solche Problemzone wie Emitai oder diesen Delfin habe. Der Delfin war schon am schlimmsten, finde ich. Lange Zeit dran gesessen und dafür nichts und wieder nichts gekämpft. Und ich bekomme Abwehr. Das wird euch aber auch nichts bringen, auch wenn Nina blind ist. Scheiße, okay. Ich habe nichts gesagt. Ey, man schlägt keine Frauen. Zumindest keine Schwächeren. 96 und das Vieh ist immer noch nicht kaputt. Naja, wenigstens hilft Mona. Ach, hör auf zu pieksen. Komm schon, Nina, bitte. Ach, Mist. Egal, DJ Kersh wird das schon schaukeln, oder? Ah doch, jetzt. Und tschüss. Puh, gut. Dann schaue ich mal hier. Aua, hier ist auch noch heiße Kohle. Aua. Aua, aua, aua. Scheiße. Und da war ich ja schon drin. Okay, da muss ich wohl einen anderen Weg gehen. Ah, das wird ja wohl auch noch seine Zeit dauern, bis ich hier durchkomme. Okay, DJ K.R. ist bald tot. Tolle Aussichten. Wird Zeit, dass ich ihn gleich erstmal heile. Sofern er hier nicht geschnitzelt wird. Oder so. Ach, Momo, Mensch. Beim Leuchtturm warst du wesentlich besser. Oh ja. Beim Leuchtturm habe ich diese nervigen Vampir-Fledermäuse echt satt. Es wäre beinahe der Zeitpunkt gekommen, wo ich wirklich das Spiel aufgegeben hätte. Weil diese Fledermäuse, die sind einfach nervig. Die weichen zu gut aus. Viel zu gut für meinen Geschmack. Und ich sollte DJ KA erstmal heilen. Mit Magie. Heilen.
Und so, das müsste erstmal reichen. Weil die anderen können erstmal so bleiben. Hab ja genug MP. Das heißt, da werde ich erstmal keine großen Probleme haben. Und ja, ich würde sagen, ich schaue mich hier im nächsten Video noch ein bisschen rum, da ich jetzt schon über 10 Minuten bin. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Also bis dahin, auf Wiedersehen!